Willst du ins All? Während das Los geht's, Operateam Operateam. irgendwas. Okay. Eine große Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ich kann schon nicht mehr trinken. Schatz, hast du Philosophiezitate für die ganze Reise eingeplant? So etwa 5 am Tag. Ah, gut. Ich zeig dir was Cooles. Komm zu den Fluchtkapseln. Gut, oder? Prima. Von Lao Tzu, wie? Dachte zuerst an einen kleinen Schritt. Oh, wow. Alte Schule, Ja. hm? Okay, was Siehst kriegen wir Cooles aufgeregt aus. gezeigt? Du siehst nie aufgeregt aus. Werd bloß nicht frech. Ich war so sparsam wie möglich beim Design dieses Schiffs, doch ein wenig Geld wollte ich dann doch noch ausgeben. Für ein Fenster. Mach mir das nicht kaputt. Sorry. Sieh mal. Okay, jetzt kommt's. Sie. Es wird lange dauern, bis wir sie wiedersehen. Dafür tun wir das alles. Oder, Cat? Stimmt, da hast du recht. Sarah und Ryan leben sich wohl in ihrer Kapsel ein. Ich gehe wieder ins Cockpit. Bin gleich da. Noch ein bisschen gucken, oder? Okay, wir sind Marie? wieder zurück Dann im ist Prolog das quasi. hoffentlich eine schöne Überraschung. Mir nach, Mondbär. Weißt du, wie man das nennt? Kaugummikoralle. Nicht wahr? Doch wahr. Sieht überhaupt nicht wie Kaugummi aus. Naja, also als sie den Namen bekommen hat, vermutlich schon. Willst du sie umbenennen? Kackkoralle? Natürlich. Was frage ich auch? Übrigens, Mom ist auch gern getaucht. Nach Daddys Ausbildung sind wir immer zusammen tauchen gegangen. Ausbildung für Ah. Ja, genau dieselbe Ausbildung. Ich glaube, ich gette es. Cool. Die Frau, mit die da jetzt zusammen ist, ist gar nicht meine Mutter. Ich mach's sauber, damit das Wasser wieder schön ist. Naja, dafür kommen wir so 50 bis 80 Jahre zu spät, fürchte ich. Okay, wir sind fast da. Guck mal. Willst du ins All? Okay, lag da ein Raumschiff. Was hier für Geräusche? Hast du es nicht auch gehört? Klar, wenn ich hier irgendwie rauskomme und weiß, wo das Cockpit ist. Hier vielleicht. Ja, hier, okay. Wir wollen sehen, warum das LCA die Trümmer nicht gesehen hat. Ich muss mir den Schaden erstmal ansehen, alles einschätzen, erstatte dann Bericht. Verstanden. Hat es die Düsen erwischt? Wahrscheinlich. Checkst du die Diagnose? Ich mache mich bereit. Warte, warte.
Lass mich mal. Sieh mal, ich brauche da draußen praktische Erfahrung. Von allen möglichen Einsätzen ist dieser doch recht sicher, oder? Also, ich könnte ja mal ganz beiläufig einfach alle meine Bewertungen im Außeneinsatz aufzählen. Nein, das passt schon. Ich denke... Es waren 94. Bei mir 95. Na siehst du kannst viel besser mitzahlen. Behalte die Diagnose im Blick. Gut. Sei aber sehr vorsichtig. Wir sind noch im Orbit. Achte auf Trümmer. Verstanden. Geh zur Luftschleuse. Ich leite dich an. Wo ist denn die Luftschleuse? Ah, hier. Wenn du ins Driften kommst, korrigiere mit den Schubdüsen und überprüfe schnell den Riegel deiner Düsensteuerung. Und wenn... Habe ich schon. Passt alles. Du hast sie aber nicht richtig überprüft. Claire, keine Sorge. Okay. Verlasse die Schleuse. Was denn alles her? Satelliten, Trümmer von der Mission, sogar Teile von Sarahs Station. Der Pearson-Raumstation? Als Rolf den Vorfall auf der Mondmission überlebt hat? Okay, also das hier ist kaputt. Welch Ehre. Krieg ich das jetzt hier so einfach raus? Aber zum Wichtigen, was siehst du? Haben die Schubdüsen was abbekommen? Die Düse selbst jetzt nicht? Oder wo sind die Düsen? Was muss ich hier untersuchen? In der Schubdüse steckt ein großes Trümmerteil. Vielleicht von der Raumstation? Okay. Ist die Hülle am Fuß der Schubdüse beschädigt? Wo sehe ich denn die Hülle davon? Hier. Sah schon besser aus, hält aber noch. Gut. Was ist mit den Rohren um die Düse? Die Rohre um die Düse. Das sieht gut aus. Ziemlich. Oh nein. Okay. Die müssen weg, wenn die Düse halbwegs normal arbeiten soll. Hat die Düse noch Strom? Sieht so aus, oder? Hat sie. Schalte die Stromzufuhr ab, bevor du etwas anfasst. Da ist ein großer Knopf. Drück ihn einfach und dann los. Okay. Und achte auf die Brennstoffkanister. Wenn du einen davon erwischst, pass einfach auf. Wie sehen die aus? Die großen gelben. Siehst du? Ja. Ich sehe sie. Keine Sorge, ich passe auf. Wie ein Luchs. Wie ein Luchs. Okay, wo ist der Knopf? Okay. Ist das das Ding hier? Schalte den Strom ab und entferne die Trümmer. Ja, hier. Denken. Hat er dich früher mit zum Schwimmen genommen? Hat er, aber ich war schon älter. Wie meinst du das? Ich... Vergiss es. Sag mal, wartet zu Hause? Jemand auf dich? Bitte was? Oder sogar auf dem Schiff? Auf dem Schiff? Ryan! Oder Sarah, mir gleich. Natürlich nicht. Immerhin sind sie verheiratet. Man kann trotzdem Gefühle für jemanden haben. Ich weiß okay, das muss ich von außen machen, glaube ich. Reden wir eigentlich nie über sowas. Ja, wo waren das? Hier. Liebe oder so? Du denn? Touché. Bin schon still. Ich habe dich. Zählt das? Nein. Thank you.
kriege ich denn das? Ich denke, da hier habe ich noch nicht. Kann ich hier noch mal rein irgendwo hier vorne, ne? Zwei Sauerstoffstriche nur noch. Haben wir alles? Hier noch. Ist das jetzt ein automatisch auch weggeflogen? Ja. Räume die Trümmer weg. Wo ist noch was? Hier noch. Alles klar. Fertig. Okay, gut gemacht. Schalt den Strom wieder an. Ich mache einen Check. Bin dran. Wo ist denn der Strom? Hier vorne, oder? Was muss man hier machen? Ja, und jetzt? Halbes Rätsel hier. Diagnose läuft. Alles im Lot. Okay, gut gemacht, Cat. Geh wieder rein. Vorsichtig. Ja. Ja, Claire. Hier war das, oder? Hier abgestürzt. Hier wurden wirklich noch LI-900er verbaut. Das Ding ist wirklich uralt. Oh, jedenfalls wirst du das Leben auf dem Mond lieben, Schatz. Wirklich? Auf jeden Fall. Man kann jederzeit in der geringen Schwerkraft spielen und es gibt keine Schule. Cool. Also, du bekommst natürlich auch dort eine Art Unterricht. Diese Einheit hatte noch Drucktüren? Wie alt ist sie denn? Ja. Ui. Der einfach aus Stahl, der geht einfach nicht weg. Ich muss unten lang scheinbar. Oben kriege ich eine Blockade. Cockpit.
tu so, als wärst du ein Astronaut. Oh. Dad, bitte hilf mir! Kathy, warte! Ich hab Angst! Ich bin da, Mondbär. Ich werde dich da rausholen. Dad! Kathy! 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 Guter Traum. Routinemäßige Kontrollen im Cockpit, let's go. Was fühlt hier so durch die Luft? Sag ihr nichts. Warum nichts? Wenn sie erfährt, woher das kommt, liegt sie damit ewig in den Ohren. Warum? Es ist immer noch eine coole Serie. Oh ja, aber die ist uralt. Cassie wird einen Heidenspaß haben, mich alt zu nennen. Baby, wir sind alt. Ich bin nicht alt. Haha, na klar, Imsadi. Lass mich wissen, wenn du wach bist, dann mache ich dir glibberigen Weltraumkaffee für deinen Getränkebeutel. Wow, warst du das? Ja, ich bin okay. Es scheint öfter zu passieren. Geht es dir wirklich gut? Ja. Bin in 5 Minuten im Cockpit. Herzchen, okay, X. Okay. Was liegt hier noch so rum? Die Dinger kann man scheinbar nicht benutzen. Damit ab ins Cockpit. Ist das schon der Mars? Sieht ganz so aus. Der rote Planet, sagt man ja auch. War doch der Mars, oder? Was jetzt? Was war das? Selbe Schubdüse. Wie schlimm ist es? Sehr, Claire. Eine kaputte Düse bringt uns vom Kurs ab. Ich zieh mich um. Ich mach das. Hab keinen Topo mehr. Nein, viel zu gefährlich. Claire, wir müssen uns beeilen. Ich gehe. Bitte sei froh. Ich begleite dich aus dem Cockpit. Verstanden. Okay. Schon wieder hier raus. Andere Richtung? Andere Richtung. Warum auch immer. Schwer beschädigt. Sagt die Diagnose auch. Du musst sie rausschneiden. Bist du sicher? In diesem Zustand ist sie eine Gefahr für das Schiff. Verstanden. Schalte erst den Strom ab. Oh ja. Wo ist denn der Stromkasten? Hier. Ja, das geht von hier aus nicht. Okay. Du musst das Stromkabel der Düse durchtrennen. Siehst du sofort. Geschafft. Strom ist aus. Jetzt kommt das Komplizierte. Du musst die Düse entfernen. Langsam, vorsichtig. Verstanden. Ah, hier sind so. Dann kann ich mal wieder näher ran hier. Kann sie jetzt mal langsam wieder fangen?
probier's ja. Okay, das hätten wir überlebt. Cat? Komm hier rüber! So, ich muss selber laufen. Mal kurz was nachgucken. Der Wald wirkt jetzt dichter im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Mhm. Das ist leider unmöglich. Deshalb hab ich wirkt gesagt. Und er ist trotzdem schön. Er war sogar noch schöner. Und eines Tages kann er wieder so schön werden. Vielleicht. Vielleicht. Alles okay? Ich war nur lange nicht hier. Das ist alles. Bist du traurig? Nein, nein, alles okay. Schön, dass wir Zeit miteinander verbringen können, bevor du gehst. Mädels, wir sind fast da. Gehen wir weiter. Komm schon. Könnt ihr mal Gas geben hier? Warten die da auf mich jetzt? Ich bin doch schon weitergegangen. Dad, die haben wirklich gewartet. Ach ja, also, wo war ich? Ja, genau. Okay, also, Mom hat eine Freundin auf einer Verbindungsparty besucht. Was ist denn das? Das ist wie eine Geburtstagsparty, nur ohne Geschenke und mit Alkohol. Das klingt dämlich. Das stimmt. Bin auch nie gern hingegangen. Aber es war gut, dass ich bei dieser war. Ich habe deine Mom nur angestarrt. Dann kam sie zu mir rüber und fragte, warum ich nicht tanze. Und warum nicht? Du weißt ja, wie das aussieht. Ich habe ihr gesagt, dass ich und Tanzen einfach nicht zusammenpassen. Und ich hatte recht. Was ist passiert? Ich habe ihr Glas aus der Hand geschlagen, weil ich wild herumgefuchtelt habe. Dabei ist ein Splitter in ihrem Bein gelandet. Dann war überall Blut. Und dann mussten wir schnell in die Notaufnahme. Oh, großer Gott. Bis zu unserer Hochzeit habe ich dann nicht mehr getanzt. Aber warum hat Mami sich dann in dich verliebt? Das weiß ich beim besten Willen. Das fragen sich, glaube ich, so manche Kerle. Warum hat die sich eigentlich in mich verliebt? Wow. Cool, oder? Warum ich hüpfe? Ich habe keine Ahnung. Ich mach's einfach. Wer war das? Dad. Schön, dass das noch hier ist. Claire und ich sind hier immer geklettert. Warum durfte ich nicht? Du warst noch etwas zu jung. Bist du noch? Okay, Mondbär. Hol deine Ausrüstung. Okay, Ausrüstung. Jetzt darf ich scheinbar klettern. Oh ja. Mission beginnt. Prüfsysteme. rechter Fuß. So, genau wie die Kletterwand zu Hause. Mhm. Nur diesmal benutzt du diese tollen Klauendinger. linker Fuß. Wenn du es an der Wand bis ganz nach oben schaffst... Hi Fabi, was geht alles? Am Mond. Dad? Ja? Gibt es viele Kletterwände auf dem Mond? Nein. Doch, wer zum Mond will, braucht ein Abzeichen. Fast so wie dein Pfadfinderabzeichen. Mhm. Warum ein Kletterabzeichen? Nun, es ist so. Angenommen, beim Flug zum Mond müssen wir eine Notlandung machen und aus der Rakete rausklettern. Dann schaffst du es und bei findest mir auch wieder bei rein. Mir. Kann da etwa was schief gehen? Nein, nein, nein. Die sind sehr sicher gebaut. Ist doch wahr, stimmt's, Claire?
geht schon nichts schief, Kathy. Versprochen. Also gut. Da geht schon nichts schief. Wir sind startklar. Da geht immer was schief. Oder nicht? Los. Ich weiß jetzt schon, ich brauche diese Funktion gleich. Hau jeden Eispickel so hart rein, wie du kannst. Einen nach dem anderen. Geht nicht. Ah, beide muss man. Fantastisch, Mondbär. Eigentlich muss ich gleich zum Mars oder so. Also ich bin kurz vom Mars. Aber hier bin ich gerade nicht auf dem Mars. Ist alles gepolstert. Gleich nochmal. Du schaffst es. Hier muss ich gerade klettern. Ah, okay, diesmal springt die alleine da. Klasse, Mondbär! Wir fliegen zum Mond! Bist du aufgeregt? Juhu! Okay. Vorsichtig runterklettern, okay, Mondbär? Solltest wissen, wie sicher diese Kisten Schön. Sind. Ich sage es anders. Wie kannst du das Risiko eingehen, Kathy auf den Mond zu schicken? Sie könnte doch auf der Erde bleiben. Du weißt doch, was mit unserem Planeten geschieht. Schon vergessen? Wir haben dieselben WMO-Berichte gelesen, Nachrichten geschaut und du weißt, was passiert ist. Bitte, komm mit uns. Nein, wag es. Komm schon, Claire. Die will nicht mit. Ich hasse dich. Für das alles. Ich hasse dich. Okay. Tun wir die Ausrüstung weg. Kann ich hier runter? Ah, jetzt. Ja. Warum will Claire nicht mit uns kommen? Sie will. Keine Sorge. Sie kommt schon mit. Dann sind wir zusammen? Ja. Lass uns heimgehen. Du musst dich vor deiner Prüfung morgen ausruhen. Dinge, die nicht passieren werden. Platz 1. Sie kommen mit.